Hey Leute, ich nutze das neue iPhone 14 Pro Max nun seit etwas mehr als einer Woche und in diesem Video verrate ich euch meine Eindrücke zur neuen Notch, zum Always-on-Display, zur Kamera und zum Akku und ob bzw. für wen sich ein Upgrade meiner Meinung nach eigentlich wirklich lohnt. Ja, das Ding mit der neuen Notch ist, man sollte da nicht mit den falschen Erwartungen rangehen. Als Apple die Dynamic Island vorgestellt hat, könnte man ja glauben, dass die sich quasi ständig verändert. Ja, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist das natürlich völliger Quatsch, aber für Marketingzwecke ist das natürlich genau das Richtige, denn damit kann man natürlich schön zeigen, was das neue iPhone eigentlich anders macht. Ja, in der Praxis stellt sich dann schnell heraus, ja, die ist schon cool, die Notch, aber man nutzt sie dann tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte. In erster Linie ist die Dynamic Island eben noch eine ganz normale Notch und da verändert sich auch nicht viel. In vielen Apple-Apps gibt es bereits eine Dynamic Island-Einbindung, aber in ganz vielen Apps eben auch nicht. Was aber auch nicht schlimm ist, das kann ja noch alles kommen. In der Apollo-App für Reddit zum Beispiel läuft so eine kleine Katze rum und es gibt mittlerweile auch die ersten Spiele, die diese Dynamic Island einbinden. Ein Riesenvorteil bringt die Dynamic Island aber sonst erstmal nicht, weil man sich auch erstmal tatsächlich dran gewöhnen muss. Also selbst wenn eine App die Dynamic Island unterstützt, habe ich gemerkt, dass ich die neue Bedienungsweise nicht unbedingt nutze, weil ich immer noch aufs App-Icon klicke und in der App selber was verändere, anstatt auf die Island zu drücken und dann darüber was einzustellen. Also mein Fazit für die Dynamic Island lautet, es ist eine nette Spielerei, mehr aber auch nicht, zumindest noch nicht. Sie kann Vorteile haben, wenn man sich denn eben an diese neue Nutzungsweise gewöhnt, aber das muss man dann halt auch wirklich machen. Ich kann aber sagen, die Island stört mich weniger als die alte Notch, also von daher, wenn ihr die alte Notch nicht mögt, dann werdet ihr ziemlich sicher Spaß am iPhone 14 Pro haben. Ja, das Always-on-Display ist auch so eine Sache. Ich habe es nicht wirklich vermisst, aber dass es jetzt da ist, ist auch cool. Vor allem für alle, die es sich jetzt schon so lange gewünscht haben. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass es mich eher nervt. Ich finde, John Prosser hat mit diesem Tweet hier das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe dazu auch ein Kurzvideo auf TikTok und Co. gemacht. Übrigens, falls ihr uns da nicht folgt, dann macht das doch mal eben schnell. Jedenfalls haben mir in den Kommentaren wirklich viele zugestimmt. Das Always-on-Display ist nervig. Warum? Weil eben nicht nur die Uhrzeit und vielleicht das eine oder andere Widget zu sehen ist, sondern auch das Hintergrundbild und so Sachen wie Albumcover. Je nachdem, was auf dem Always-on-Display angezeigt wird, habe ich dauernd das Gefühl, dass ich eine Nachricht bekommen habe oder etwas verpasst habe, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Ich wurde also ganz schön abgelenkt, was mich ehrlich gesagt ziemlich genervt hat. Leider gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten bezüglich des Always-on-Displays. Man kann halt einfach nur sagen, ja, du bist an oder nein, du bist aus. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber ideal finde ich es jetzt nicht wirklich. Was aber irgendwie komisch ist, in den Fokuseinstellungen kann ich für die Fokus-Modi sagen, dass das Hintergrundbild ausgeblendet werden soll. Dann hat man wirklich ein klassisches Always-on-Display. Leider werden dann aber auch gar keine Nachrichten zugestellt, zumindest in diesem Nicht-Stören-Modus, was dann ja auch wieder irgendwie blöd wäre. Ihr müsstet also quasi einen eigenen Fokus-Modus erstellen, der alle Nachrichten durchlässt, aber das Hintergrundbild eben ausblendet. Also ich hoffe, dass Apple hier noch etwas nachbessert, dann wäre das Always-on-Display für mich auch perfekt. Ich bin schon ein Heavy-User bei Smartphones, daher hat mich der Akku vom iPhone 14 Pro Max positiv überrascht. Ich kam ja auch vom 13 Pro, also von daher bekomme ich eh schon mal den größeren Akku. Der Akku hält bei leichter bis normaler Nutzung locker 2 Tage durch und selbst bei starker Nutzung hatte ich am Ende des Tages immer noch so rund 20% Akku übrig, was für meine Verhältnisse echt ziemlich gut ist. Ja, dass das Always-on-Display die Akkulaufzeit verkürzen soll, konnte ich jetzt so nicht feststellen. Das haben ja viele behauptet, aber das war, glaube ich, immer eher so ein Bauchgefühl, so richtig beweisen konnte das niemand. Ich habe es nicht festgestellt. Beim Test des iPhone 14 Pro haben wir mal die Bildschirmhelligkeit auf 100% gestellt, ein MP4-File bildschirmfüllend in einer Endlosschleife abgespielt, natürlich mit Tonausgabe, und das Handy hat einfach mal 18 Stunden durchgehalten, also das iPhone 14 Pro. Wir haben den Test sogar 2-mal gemacht, weil wir es nicht wirklich glauben konnten. Also ich finde, was den Akku angeht, hat Apple fast alles richtig gemacht, außer das Schnellladen im Vergleich zu Android-Konkurrenz mit bis zu 50% in 35 Minuten, aber auch nur mit dem entsprechenden Netzteil, noch immer recht langsam ist. Aber gut, das kommt vielleicht am iPhone 15 oder so. Mal schauen. Ja, im letzten Video haben viele gefragt, ob ich die Beschriftung der Kamerabilder vertauscht hätte. Tatsächlich nicht, aber ich gebe zu, dass der Unterschied im YouTube-Video nicht ganz so gut rüberkommt. Da versuche ich das jetzt nochmal mit besseren Beispielfotos zu zeigen. Also, das iPhone 14 Pro hat jetzt ja einen 48-Megapixel-Sensor und wenn man damit im Pro-RAW-Format Fotos schießt,
sieht man wirklich einen Unterschied. Meist aber auch erst dann, wenn man hineinzoomt. Dann kann man schon sehr deutlich erkennen, dass das iPhone 14 Pro im Vergleich zum iPhone 13 Pro die besseren Fotos macht. Das Pixel Binning mit die Photonic Engine soll ja auch zu besseren Aufnahmen führen, das konnte ich jetzt aber ehrlicherweise nicht wirklich feststellen. Die Videokamera ist natürlich wieder top und auch der neue Action-Modus macht echt Spaß, nutzt man aber ehrlicherweise in der Praxis auch nicht so häufig, also zumindest ich nicht. Also Fazit zur Kamera, man sieht ganz klar Unterschiede, wenn man die richtigen Einstellungen vornimmt. Ihr werdet die bessere Quali schon feststellen, solltet dann aber eher im Pro-RAW-Format Fotos machen, damit ihr den Unterschied auch wirklich sehen könnt. Dann aber auch besser ein iPhone mit mehr Speicher kaufen, damit das iPhone nicht zu schnell mit großen Fotos vollgemüllt wird, denn ein Foto im Pro-RAW-Format kann über 80 MB groß sein. Das iPhone 14 Pro ist ein großer Spaß, aber auch ein sehr teurer. Von allen Neuerungen, denke ich mal, werdet ihr die Dynamic Island und das Always-On-Display im alltäglichen Gebrauch am häufigsten bemerken. Solltet ihr das iPhone viel zum Fotografieren oder Film nutzen, bekommt ihr mit den iPhone 14 Pro Modellen auf jeden Fall ein tolles Upgrade. Der neue Action-Modus liefert ruckelfreie Videos und der 48-Megapixel-Sensor deutlich bessere Fotos, wobei von Apples neuer Photonic Engine, wie gesagt, nur wenig Veränderungen auszugehen scheinen. Auch der neue R16-Chip, den habe ich jetzt hier gar nicht erwähnt, wirklich. Warum? Ja, der ist wieder top, aber man wird im Vergleich zum A15-Chip kaum einen Unterschied, also einen spürbaren Unterschied feststellen. Auch der Akku sorgt in meinem Test für eine positive Überraschung. Je nach Nutzertyp sollte man mit dem iPhone 14 Pro oder Pro Max also ohne Probleme über den Tag kommen. Also lohnt sich ein Upgrade, lohnt es sich nicht? Ich denke mal, es kommt ganz darauf an, was ihr bisher nutzt. Wer ein iPhone 11 Pro oder älter hat, für den lohnt es sich auf jeden Fall. Wer ein iPhone 12 oder neuer hat, sollte sich das wirklich gut überlegen, denn die Geräte sind gut teuer und da sollte man dann schon im Vorfeld wissen, dass man Spaß an so neuen Features wie der Dynamic Island oder dem Always-On-Display hat. Das iPhone 14 Pro ist das beste iPhone aller Zeiten. Klar, was auch sonst, aber ich denke, dass es für viele von euch Features mit sich bringt, die man nicht unbedingt benötigt. Und von daher würde es auch ein älteres Modell tun. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video hier etwas weiterhelfen. Falls ihr auch schon ein iPhone 14 Pro oder 14 Pro Max habt, könnt ihr ja mal eure ersten Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Macht's gut, bis zum nächsten Video.